Dieser Tagesausflug nach Montevideo beginnt heute mit einer Fährfahrt von Buenos Aires aus über das Flussdelta des Rio de la Plata. Nach etwa 3 Stunden erreichen wir Montevideo. Dann kann unsere Stadtrundfahrt beginnen. Montevideo ist die Hauptstadt Uruguays und zählt heute etwa 1,4 Millionen Einwohner. Gleich zu Beginn kommen wir an der Plaza de Independencia, dem Hauptplatz Montevideos, vorbei. Unseren ersten Halt legen wir am Parlamentsgebäude ein. Der Grundstein für das neoklassizistische Gebäude wurde 1905 gelegt und am 25. August 1925, anlässlich des 100. Jahrestages der Unabhängigkeit Uruguays, eingeweiht. Diese eindrucksvolle Bronzeskulptur erinnert an die ersten großen Zuwandererströme im 19. Jahrhundert. Vor der Gründung Montevideos in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war die Gegend noch sehr ländlich geprägt. Es gab an dieser Stelle nur kleine Ortschaften, die später die heutigen Stadtteile bildeten. Der Ausbau der Stadt diente vor allem zur Abwehr der immer wieder von Brasilien aus eindringenden Portugiesen. Montevideo begann sich ab dem Jahre 1924 zu entwickeln und wurde 1926 offiziell gegründet. Der Weg führt uns weiter an der Promenade entlang. Und dann ist Zeit, sich bei einem Mittagessen zu stärken. Das Angebot an Speisen hebt sich nicht sehr von Argentinien ab. Gegrilltes Fleisch ist auch hier der absolute Renner. Bei dem reichhaltigen Angebot fällt es schwer, sich zu entscheiden. Die Architektur der Stadt ist sehr abwechslungsreich. Hier findet sich ein Mix aus Kolonialbauten, neueren und modernen Gebäuden. Ein Schmuckstück ist zum Beispiel das Gebäude der Junta Departamental, das im neoklassizistischen Stil gebaut wurde. Zurück an der Plaza de Independencia haben wir nun Zeit, um uns ganz in Ruhe umzusehen. Zufällig findet hier gerade eine Prozession der katholischen Kirche statt. Der Palacio Salvo ist das eindrucksvollste Gebäude des Platzes. Es ist das Wahrzeichen Montevideos. Die Altstadt liegt auf einer Halbinsel. Hier gibt es viele kleine Parks, schattenspendende Bäume und schöne neoklassizistische Gebäude. Die Stadt am Rio de la Plata zählt zu den 10 sichersten Städten Lateinamerikas und ist einer Studie nach die südamerikanische Stadt mit der höchsten Lebensqualität.
Damit neigt sich unser Tagesausflug dem Ende.